hier um den Fortbestand unserer Zivilisation und die Erhaltung des Lebens auf diesem Planeten. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, eigentlich seit 30 Jahren, dass der Kenntnisstand da ist und dass genügend Handlungsspielraum besteht. Das ist bisher nicht passiert. Und wir fordern heute wieder einmal, dass wir das Schlimmste verhindern, indem wir so schnell wie möglich alle Treibhausgasemissionen reduzieren. Das muss so schnell wie möglich passieren. Okay. Aber die geben uns Bescheid. Team Pink ist startbereit. Wo machst du denn da hin? Über welche Achse? Hier rüber? Oh, wow. Okay, wer geht voran? Jetzt. Okay. Make it cleaner, make it greener, and do it fast, make it last, and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. In waiting or hesitating, you must get wise, no more lies and rebel. Now, now, now we need to build a better future, and we need to start right now. Also für den Moment muss man mal sagen, dass die Kölbrandbrücke in jedem Fall dicht ist. Dicht gegangen ist es halt ganz schwierig. No point in waiting or hesitating. You must get wise, no more lies and rattle. Now, now, now we need to build a better future. And we need to start right now. Extinction! Ja, warum bist du heute hier? Also ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich nicht hier wäre, und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute hier wären. Ich bin hier, weil ich mir total Sorgen mache um die Zukunft meiner Kinder, meiner Enkel und überhaupt aller Kinder und auch Menschen auf der Welt, die von der Klimakrise betroffen sind, schon jetzt. Und denken, wird schon nicht so schlimm, dass sie das ernster nehmen und auch unsere Politiker wirklich dazu bringen, entschiedene Schritte zu machen, um den CO2-Ausstoß zu senken und. Ja, dass die Leute was zu essen haben und vernünftig verdienen, das ist viel wichtiger wie dieser Scheiß. Es mangelt also nicht an Lösungen, gerade nicht in Deutschland. Wer kann das mal zusammenfassen? Wir sind heute hier, weil wir Klimaneutralität bis 2025 fordern. Das ist das Banner, was da vorne jetzt an der Brücke hängt. Wir sind auch hier für uns und alles Leben auf diesem Planeten. Wir wissen, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher als Menschheit in Deutschland und hier in Hamburg. Die Kümmerbrücke ist ein Symbol für den Hafen, für den Handel und für die Verschmutzung. Wir sind heute hier, weil wir darauf hinweisen wollen, dass das nicht mehr so möglich ist. Das 2025 mag nur ein Datum sein, aber es ist ein Symbol dafür, dass Deutschland nicht mal seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen kann, wenn wir das nicht schaffen. Now we are fighting for climate justice. We better act high impact and do it now, now, now. We want to build a better future. And we need to start right now. We want to build a better future. And we need to start right now. Ich bin hier, weil der Hamburger Hafen das
das Aushängeschild der Emissionen von Hamburg ist. Und weltweit müssen wir uns sehr beeilen, klimaneutral zu werden, damit nicht alle Kipppunkte überschritten werden und wir das nicht mehr rückgängig machen können. Und Hamburg muss das auch. Und deshalb muss auch der Hafen klimaneutral werden. Und zwar in den nächsten 5 Jahren, sonst ist es zu spät. Guck mal, wir haben uns die Technologie der Umwelt angeguckt. Also die Schöpfung oder wie man das nennen will. Und bauen dann Technologien wie ein Hubschrauber, die dem entsprechen. Und denken, dass wir irgendwie die Natur besser nachbauen können als eine Libelle, das selbst an sich schon ist. Du verstehst, was ich meine, Ella. Ja, du verstehst, was ich meine. Und gleichzeitig zerstören wir einfach. Guck ich mal um, was für eine Zerstörung der Welt hier ist. Das ist doch krank. Das ist so krank. Also gerade hier sieht man das so eindrucksvoll mit dem Hafen. Es stinkt überall. Überall ist Luftverschmutzung zu sehen. We need to wake up. We need to rise up. Die Delegierten, also jede Gruppe hat einen Delegierten, die hat schon zusammengesessen. Die geht jetzt noch mal kurz in die Beratung rein und in 10 Minuten erfolgt das Deli-Plenum und dann bekommt ihr eine exakte Formulierung. Also ich kann Ihnen sagen, Forderungen, ne, das darf man nicht überstrapazieren, das hat natürlich alles seine Grenzen. Ja. Also, wir haben hier Grundrechtskollision, einmal das Grundrecht, was Sie hier ausüben möchten, der Meinungsäußerung, möglicherweise in dem Bereich der Versammlung. Ja, das wird auch akzeptiert und im Moment treffen wir auch keine Maßnahmen, sodass sie auch weithin mittlerweile auch in den Medien das, was sie hier machen, Gehör gefunden hat. Die andere Seite ist der Bürger und die Stadt Hamburg, die auch ein Grundrecht hat. So. Und wir müssen das Ganze jetzt irgendwie vermitteln. Das Ganze ist sehr in unserem Interesse, dass es vernünftig funktioniert. Forderungen haben natürlich irgendwo ihre Grenzen. Von Seiten der Polizei können Sie sich vorstellen, es wird früher oder später hier zu Maßnahmen kommen müssen. Das entscheiden dann nicht mehr wir vor Ort, das wird dann von außen teilweise mitentschieden. Und dann wird das hier auch gegebenenfalls durchgesetzt. Now we are fighting for climate justice. We better act high impact and do it now, now, now. We want to build a better future and we need to start right now. We want to build a better future and we need to start right now. Jetzt dieser Moment ist einfach nur dafür da, um festzustellen, ob hier irgendwo ein gesundheitliches Problem, weil Sie jetzt die ganze Zeit schon angekettet in der Sonne sitzen, irgendwas, was tatsächlich uns veranlasst, Sie dahingehend zu beraten, dass Sie vielleicht, ja, Schatten aussuchen, was zu trinken aussuchen. Wir haben ja einen Einsatzsanitäter hier, der aus meiner Meinung nach nicht optimal ausgestattet ist oder ausgerüstet ist, um wirklich einen Notfall behandeln zu können. Deshalb gucke ich einmal selber und möchte einmal von Ihnen selber in dem Moment wissen und hören, dass es soweit in Ordnung ist, dass es Ihnen gut geht. Zurzeit halte ich das nicht nötig, dass Sie sich mit Fahrradschlössern am Hals anketten. Die Polizei ist so weit weg, Sie brauchen sich ad hoc nicht anketten. Wir stehen da hinten oder da unten. Wenn Sie der Meinung sind, Sie wollen gegen eine polizeiliche Maßnahme durch Anketten Ihrer Meinung Ausdruck verleihen, dann können Sie das immer noch tun, wenn die Polizei da ist. Im Moment ist es gar nicht notwendig. So, das wäre jetzt so meine Sicht der Dinge. Ansonsten werden wir weiter kooperieren, was jetzt hier passiert. Da wird der Gesamteinsatzführer gleich dann nochmal mit Ihrem Plenum Gespräche führen. Mal gucken wir mal, wie es weitergeht. Soweit erstmal aber alles. Da sitzt noch eine Dame. Alles Daumen hoch. We need to wake up. We need to rise up. We need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future. And we need to start right now. Okay, oben an der Brücke steht die Räumung unmittelbar bevor. Wasser! Hier spricht die Polizei. Ich fordere Sie zum zweiten Mal auf, den Versammlungsplatz in Richtung Breslauer Straße oder auf dem Fußwege in Richtung Rostam zu verlassen. Es folgt eine dritte Aufforderung. Und nach jedem Wort, das du sagst, und nach jedem Bissen, den du isst, ist die Welt anders, als sie vorher war. Wann, wenn nicht jetzt?
Liko, Jonte, meine beiden Süßen. Wenn ihr verstehen könnt, was ich hier tue, für eure Zukunft, dann wird die Kölbrandbrücke mittlerweile nicht mehr existieren. Aber ich tue es für euch. Du sagst, du willst die Welt nicht. Ich hab euch so lieb. Das ist dir alles eine Nummer zu groß. Wo die Weltenretter waren schon so oft da und die meisten verschlimmbessern bloß. Und doch fragt mich jeder neue Tag, auf welcher Seite ich stehe. Und ich schaff's einfach nicht, einfach zuzusehen, wie alles den Berg runtergeht. Wann bin ich jetzt? Wo bin ich hier? Wie, wenn ohne Liebe wer? Wenn nicht wir, wenn nicht wir, wenn nicht wir. Du sagst, du willst die Welt nicht ändern, dann tun's eben andere für dich. Und der Wald, in dem du vor Jahren noch gespielt hast, hat plötzlich ein steinernes Gesicht. Und die Wiese, auf der du gerade noch liegst, ist morgen eine Autobahn. Und wenn du jemals wieder zurückkehrst, kommt alles von vorne an. Wann bin ich jetzt? Wo bin ich hier? Wie, wenn ohne Liebe wär? Wenn ohne Liebe wär, wenn ich wir, wenn ich wir, wenn ich wir, wenn nicht ihr, wenn nicht ihr, wenn ich wir. Dankeschön! Ja, dann bleiben wir einfach hier.